Namen, Stefan Homburg. Er ist Professor für öffentliche Finanzen und jetzt per Skype bei uns. Ich grüße Sie, guten Tag. Guten Tag. Sie sagen ja, der Lockdown wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Warum? Also man muss folgende Phasen unterscheiden. Mitte März hat John Ioannidis von der Stanford University, er ist der Weltstar der Epidemiologie, gesagt, ein Lockdown würde in einem Fiasko enden. Trotzdem hat man es in Deutschland gemacht. Das war ein Fehler. Mitte April hatte die Bundesregierung dann Zahlen auf dem Tisch, die zeigten, der Lockdown war unnötig und überflüssig. Ihre R-Zahl, auf die sie so schaute, die war schon vor dem Lockdown unter 1. Dann hätte Mitte April die Bundesregierung den Lockdown endlich beenden müssen. Das hat sie aber nicht getan. Aber stattdessen es waren doch in weiten Teilen die Unternehmen selbst, die ihre Produktionen runtergefahren haben. Mit dem Stichwort Ansteckungsgefahr. Und das Robert-Koch-Institut schätzt den Wert ja rückblickend. Damit war damals noch überhaupt nicht klar, wie hoch dieser Reproduktionsfaktor, diese R-Zahl, von der Sie sprechen, war. Und es gab ja auch vor dem 23. März schon Maßnahmen. Also, vor dem 23. März waren Großveranstaltungen wie Fußballspiele abgesagt worden. Das bringt ja eine Volkswirtschaft nicht um. Und es waren auch Schulen geschlossen worden. Aber man hat sich hier in immer größeren Hype hereingesteigert. Und natürlich dann, wenn Absatzkanäle und Zulieferer fehlen und immer mehr Wind gemacht wird, dann fahren einige Betriebe auch selber runter. Aber darauf kommt es mir jetzt gar nicht an. Mein Punkt ist, man hätte im April die Maßnahmen aufheben müssen. Jetzt sind wir 3 Wochen weiter und laufen hier sogar mit Masken rum und freuen uns ironischerweise über großzügige Maßnahmen wie Fußballspiele, aber ohne Zuschauer oder Restaurants, wo nur die Hälfte der Gäste sitzen kann. Das Ganze ist im Grunde nur noch politisch zu erklären. Jemand wie Herr Seehofer erzählt eine Unwahrheit nach der anderen. Zweite Welle in Singapur. Schauen Sie einfach mal in die Zahlen. Schauen Sie in die World Meter. Da ist keine zweite Welle. Das wird auch nicht wahrer, wenn man es immer weiter wiederholt. Aus meiner Sicht nur alles noch ein politisches Spiel ohne jegliche sachliche Grundlage. Jetzt sagen Sie, schauen Sie in die Zahlen, da gibt es keine zweite Welle. Wie wollen Sie das denn jetzt schon beurteilen, wenn die zweite Welle möglicherweise erst im Herbst oder im Winter kommt? Also, Herr Seehofer sagt Folgendes. In Singapur hat man zu früh gelockert und dann kam die zweite Welle. Sie schauen in die Daten und sehen, da ist keine zweite Welle. Dass irgendwann zur nächsten Schnupfenzeit auch dieses Virus wie alle anderen wiederkommt, das ist vollkommen klar. Aber bis dahin sollte man langsame Infektionen zulassen und nicht die Wirtschaft jetzt bis zum Herbst im Lockdown lassen. Und dann ausgerechnet dann aufmachen wollen, wenn die zweite Welle kommt. Das ist doch verrückt. Wenn die Regierung nicht handelt, muss ich noch kurz nachfragen, dann macht sie ja vermeintlich alles falsch, weil viele Menschen, wir sehen das in Italien oder beispielsweise in Spanien, weil sie sterben. Handelt sie, dann macht sie vermeintlich Fehler, weil das Ergebnis ist, dass wir feststellen, oh, so schlimm ist es überhaupt nicht geworden, wie wir im Vorfeld befürchtet haben. Wie soll denn eine Regierung mit diesem Spagat aus ihrer Sicht umgehen? Sollte so umgehen wie die schwedische Regierung. In Schweden haben wir keinen Lockdown. Relativ geringe Sterberaten, auch wenn die höher sind als in Deutschland. Dort, wo die härtesten Maßnahmen verhängt werden, in Italien, in Spanien, dort überall haben wir auch die höchsten Sterberaten. Aber Schweden hat viel weniger Einwohner, die auf einen viel größeren Platz verteilt sind. Das heißt, die Menschen wohnen überhaupt nicht so dicht beieinander, wie es bei uns in Deutschland der Fall ist. Sie hat mich jetzt unterbrochen. Können Sie noch mal sagen? Ich sagte, aber Schweden hat sehr wenige Einwohner und sehr viel Platz. Das heißt, die Menschen wohnen überhaupt nicht so dicht beieinander, wie das bei uns in Deutschland der Fall ist. Es gibt kein Argument, das unsinnig genug ist. Göteborg, Malmö, Stockholm, alles kleine Käfer. Ja? Dass es oben im Norden ein riesiges, dünn besiedeltes Gebiet gibt, wo aber keine Schweden wohnen, das kümmert überhaupt nicht. Südkorea hat auch keinen Lockdown, ist dicht besiedelt. Taiwan, kein Lockdown, ist dicht besiedelt. Und da, wo die härtesten Maßnahmen gemacht werden, aber aus politischen Gründen und nicht aus gesundheitlichen Gründen, in Italien und Spanien und Belgien und Frankreich, da sind auch die Sterberaten am höchsten. Das kann jeder einfach nachgucken im Internet. Warum hört keiner auf Sie? Das fragen sich viele. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendetwas vertrete. Im Internet können Sie einfach durch Eingabe von 120 Experten in Google
ein Dokument nachschauen, wo sich 120 international renommierte Ärzte und Epidemiologen, und zwar schon seit Monaten, echauffieren über diese falschen Maßnahmen. Ich kriege massenweise Post von Ärzten, die mich bestärken in der Position, und von Juristen, die von Hochverrat sprechen und klagen wollen bis zur letzten Instanz. Warum die Politik nicht reagiert, sondern einfach jetzt so weitermacht, das ist mir vollkommen unverständlich. Also Lockdown wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Hintergründe dazu, unklare Worte von Stefan Homburg. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und für Ihren Blick und Ihre Sicht auf die Dinge. Ja, ja.